Ein Goldblock, hä? Wollblock, der kleine Weiße. Ach so, in deiner Mitte. Den hinten habe ich ja abgerissen. Was? Ja. Du Sau. Also, das war der Zwilling. Du, der Sau. Weg mit dir. Ich überlege gerade, ah hier, ich wollte mir ein Bett bauen. Ah, brauch Holz. Hast du keinen Bock mehr, willst du uns verpennen? Ich will euch verpennen? Ja. Verkloppen trifft zwar eher. Ach Quatsch. Ich würde sagen, Chrissy hat das ganze Holz gefressen. Wie gefressen? Ich hab's auch selbst angebaut und geerntet. Aber nicht alles. Ich hatte auch einiges. Ach Moment. Keine falschen Anschuldigungen hier. Ich hab's. Sau. Saupel, mein Arschloch, du blöde Kuh. Ich bin keine Kuh. Oh doch. So, jetzt wird's interessant. Oh Gott, bei mir ruckelt's gerade, warum auch immer. Manchmal muss man es nicht begreifen. Ah, jetzt geht's wieder. Ach Quatsch, hier oben rein. Ach so. So, endlich wird ein bisschen Holz. Jetzt ist es wieder der Totenstille. Ja, das Wassertropfen bedient sich fleißig an unseren Rohstoffen. Muss ich ja. Nee, musst du nicht. Doch. Wie wär's mit Selbstsammeln? Aller Kleptomane. Wir mussten schließlich auch von vorne anfangen. Ja, dann müssten ja alle von vorne anfangen. Richtig, aber du nee, also lass es gleich sein. Du bist ja zu spät gekommen. Ich hab'n Bett, ich hab'n Scheiß. So, ich baue mir jetzt erstmal eine Holzverkleidung an mein Haus. Also was ist die andere Schaufel? Oh ne, die habe ich auch schon verbraucht. Ist nicht wahr. Muss ich schon wieder... Oh, bist du schon ausgezogen? Nö, aber ich tue mir gerade die Höhle einfach ausbauen. An mein Haar. Hallo. Felix, mach dein Mikro lauter, man hört dich fast gar nicht. Und regst dich über Rico auf. Oh ne, das war noch weit weg. Was? Sag bloß, war weit weg. Sag bloß, du hast keine Kopfhörer. Doch, habe ich. Klingt nämlich nicht so, irgendwie hört man alles. Ich bin im Kreis gelaufen, verdammt, wo kam ich denn her hier? Von Gölmstein her, da kommt der Sachse wieder durch. Ah, das sieht gut aus, das kommt mir bekannt vor hier. So, nu, ach hier hoch. Nu bauen wir Häuser. Oh, scheiße. Sagt man nicht. Arschloch. Ja, ich hab dich auch ganz lieb. Ah toll, ich glaube, wir haben gerade mal 2 Getreide fertig. 2. Hm. Waren wir ja fleißig. Ja, wenigstens ein bisschen was gewachsen. Hier, Schaufel wollte ich machen. Du bist verdammt leise, immer noch. Ja. Nein. Doch. Und ob. Du kannst ja einfach nein sagen, wenn hier alle sagen nö. Jo. Nö, jo. Nö, jo, ist klar. Ei, zu weit gebuddelt. Ganz ruhig ab. Mach das hier dann auch. Na, ich baue mal Haus dort. Wir hatten hier so ein... das ist eine Treppe, kein Haus. Das ist ein Dreckhaufen. Ey, jetzt fängt der an mir aus. Irgendwas muss man ja beleidigen können. Kommt hier Glas rein? Ach Gottes Willen, hier muss ich ja übelst hochbauen, ey. So. Hilfe. Ah, shit. Sagt man ohne. Grande Merde. Ich glaub, da fühlt sich gerade einer gekränkt durch den Spruch. Yep. Yep. Was? Nee, ich meinte jetzt Christina mit besser, ja. Maybe. Ich habe dich einfach gekonnt ignoriert. Ach du Arsch. So. Und so.
Das war gekonnt für den Arsch. Es wird wieder dunkel, hä? Ja, mach mal zu hier. Ja, ich bin schon dabei. Machen wir keinen Stress. Und wenn's eure Bude wegreißt, reißt meine auch mit, also egal. Roms. Roms die Bombs. Woher kam das wohl? Ich weiß es nicht mehr. South Park. Wo der Klon rumrannte von Star, vom Stan, vom Stan, au. Vom Stan. Habt ihr das Dorf schon gefunden? Nö. Scheiß auf die Dörfer. Nö, und? Ohne ordentliche, anständige NPCs ist nicht. Und die kommen ja erst jetzt durch das nächste Update. Die sind ja immer noch nicht schlauer, oder? Nö, die bleiben wahrscheinlich so hirnrissig, wie sie sind. Ich habe letztens einen wunderschönen... eine wunderschöne Idee erleben dürfen. Ach, Sache an. Ein Tag- und Nachtsensor, geschaffen mit einem Dorfbewohner. Die haben nämlich die Angewohnheit, tagsüber aus den Häusern zu krabbeln. Und wenn du die einsperrst und ein Bett an die Mauer stellst, dann hüpfen die auf dem Bett rum und wollen versuchen, über die Mauer zu schlüpfen. Und das kannst du halt gekonnt einsetzen. Ja, dass die im Endeffekt, einige haben es ja geschafft gehabt, aus dem Sensor eine Selbstschussanlage zu machen. Naja. Finde ich, ist sehr kreativ. Ja. Ohne Ideen läuft das Spiel, ne? Bloß, find mal einen Dorfbewohner, den du freiwillig irgendwo hinbekommst. Das ist eine Heidenarbeit. Oder es ist aus dem Kreativmodus entstanden. Na, das ist easy. Billig. 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 Ja. So ist das Leben immer. So, sind wenigstens mein Teil steinischer als. So ist das Leben nun mal. Dein Leben ist billig. 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 Dein Leben ist billig? Mein Leben ist billig, das will ich. Essen. Kuchen. Nein, jetzt nicht. Gib keinen Kuchen, gib das Schokoriegel. Auch gut. Zuerst noch eine Lösung, dann gibt's Kuchen. Kuchen. Pizza. Ich hab's bloß gesehen. Hast du gesehen, wie ich verschwunden bin, oder? Nein, die suche ich doch gar nicht erst. Die Zeit nehme ich mir doch nicht. Ich brauch dringend demnächst Sand. Männerliebe. Igitt. Die alle hier drum rumstehen. Wie geht immer die Regelung Wache Liebe gibt? Gibt's nur unter Männern. Ja, danke. Nachdem der kleine Alleinunterhalter da hinten, also jedenfalls klingt das nach ganz weit da hinten. Es würde da hinter mir stehen und irgendwie das Mikro bloß so halbwegs reagieren. Na, anders kannst du es ja nicht sagen. Nicht sagen. Ah! Oh mein Gott. Ich glaube, da war ein Creeper, hä? Du wurdest in die Luft gejagt. Ach, sag bloß. Also ich würde dich bloß aktualisieren. Hab's auch nicht Schiss, damit du weißt, warum du gestorben bist. Ich dachte, sie wäre an die Lava gesprungen. Kann man danach auch explodieren, wenn man Schwefel und so oder TNT? Hey, das wäre witzig. Jetzt stehen da 3-4 Skelette da, wo mein Zeug liegt. Wäre mal einer so freundlich. Ich komme mal, wenn ich hier den Weg rausfinde. Ich mache mir mal fix. Ah, verdammt. Das klang nicht gut. So, Stöcke hab ich gerade nicht. Ich glaube... Och, Mensch, ey. Ach. Boah, der schießt auf mich. Boah, da ist ja noch eins. Ach du Scheiße. Sagt man nicht. So, Eisenschwert. Aber selber darfst du es, ne? Hm. Scheiße, ja. Ach, hier drüben. Das sieht gut aus. Nee, doch nicht. Aber das da drüben. Boah. Hallo. Ich hab's gerade rausgemäht. Ach, ein Zombie ist da auch noch gleich, geil. Ich geh jetzt weiter hier, so noch mehr. Und noch ein Creeper. Noch mehr. Was da hinten? Bastarde. Die sind tot, die hatten wahrscheinlich auch gar keine Eltern. So, die Tür lasse ich mal nicht auf. Nee, das ist... Ich muss mal aufpassen, dass ich ja nichts öffne. Scheiße. Oh, Creeper. Ach, der hat's auf was anderes abgesehen hier. Stopp, Creeper, bevor du wieder jemanden hochjagst. Vor allem wieder, ein anderer ist in die Luft geflogen. Ja und? Wer weiß, vielleicht eine Reinkarnation. So, ich würde mal sagen, wir haben sie hier in der Ecke alle. Warum stellen wir hier nicht einfach Lichter auf? Weil wir zu faul sind. Und keine Lampen haben. Was ist denn das für ein Haus? Ich
Ein Drittel Stein, ein Drittel Holz, ein Drittel Erde. Aber Hauptsache, sieht gut aus. Aber das Dach ist aus Holz, hey. So, ja, tun wir mal ein bisschen beleuchten. So, das sagst du. Ich muss den Baum nachpflanzen, diese blöde Pyper hat ihn ja weggesprengt. Oh. So eine Sau. War echt. Schlag ihn. Jetzt mein Holz weg. Schlag ihn die Beine ab. Was, die Klötze, die er hat? Ja, die kleinen Stummeldinger. Ja, Stummeldinger, das stimmt ja wirklich. Ja, ich brauch wieder Pflasterstein. Wenn jemand Kohle hat, bitte Ofen anzünden. Ich geh buddeln. In der Hoffnung, dass ich genug Eisen finde, um meine Rüstung aufzubauen. Hier unten wird's lustig. So. Bitte? Nö, hier habe ich abgebaut und es ist recht duster, aber hier haben sie sich lustigerweise nicht vermehrt. Felix, man redet nicht rein, wenn wir andere miteinander reden. Wenn Erwachsene miteinander reden. Betonung Erwachsene. Wovon träumst du nachts? Ich habe schöne Träume. Komisch, dass sie jetzt gerade in dem Moment lacht. Ich glaube, weitere Informationen will ich gar nicht wissen. Ich erzähle mal einen Traum. Er hat mal geträumt, dass er einen Bus voller Katzen gerettet hat, weil er so tun wollte, wo der Bus aber nur rückwärts und er fuhr die ganze Zeit rückwärts im Kreis. Okay. Da ich, ne, da ich ungefähr bloß noch 75% des Textes verstanden habe, denke ich mir mein Teil. Ich hatte einen Bus voller Katzen und wollte praktisch losfahren und der fuhr immer spiegelverkehrt. Die jeweilige falsche Richtung. Oh Mann. Ein Scheiß träumst du. Ja. Aber die sind halt witzig. Also sind schöne Träume. Ja, zum Glück träume ich fast nie. Ich bin fast nie im Tiefschlaf. Deswegen bin ich vielleicht immer so müde. Yep. Hui, gleich wieder 11:45. Geht dann auch langsam in meine Feierabendphase. Ach du meine Güte, wie der Tacho voranschreitet. Yep. Ich überlege gerade, ob ich mal einen kleinen Break mache. Also jetzt für mich. Have a KitKat. Nee, have a cigarette. Verdammte Scheiße, was hast du hier für einen Raum gemacht? Na, Raum nennst du gleich. Ich habe einfach bloß losgebracht. Ey komm, dein verrücktes Labyrinth, wer muss ich ohne antun? Ich verbrauche so nicht. Naja, warum machen wir es? Weil wir es können. Wenn ich mir überlege, die Frauen nehmen sich die Rechte wie Kerle rumzurennen, dann nehmen wir uns die Rechte, sich wie Weiber zu benehmen. Aber ich trage definitiv keine Röcke. Außer es ist ein Schattenrock, dann reden wir nochmal drüber. Was denn? Fußball. Hey, Schattenröcke am Stil. Ja, schaukeln. wer sagt das? Na gut. Hey, ich habe in deinem Aufgang Kohle gefunden. Tut mir leid, ich werde ihn jetzt abreißen. Meinen Aufgang? Nee, Jojo. Was, im Aufgang? Hast du jetzt in meinem Tunnel rumgebohrt oder was? Junge. Ey, das habt ihr zweideutig genommen, nicht ich. Oh Gott. Bäh. Wo ist denn der Sack? Was zur Hölle? Irgendjemand hat sich bei mir in meinen Tunnel gebuddelt, habe ich das. Oder war ich das hier? Eisenstein. Nee, da war irgendjemand war in meinem Tunnel, so welche Sau war das? Ich habe drin rumgebuddelt, aber du hast mich ja auch gesehen, wie ich drin rumgebuddelt habe. Nein, habe ich nicht. Du standst daneben? Du wechselst mich, glaube ich. Mit wem? Oh, was weiß ich denn? Ich kann mir eine zweite Ino rumrennen. Ah, ich habe so Knick in der Optik, was weiß ich denn? Wo soll ich drin rumgebuddelt haben? In meinem Tunnel. Da stehen Fackeln, die eindeutig nicht von mir sind. Meine Damen und Herren, hiermit brauchen Sie kein RTL mehr. Hier haben Sie bald mehr Action. Ganz ehrlich. Warum beschwerst du dich über Fackeln? Hallo? Ganz Licht? Ehrlich. Felix, ganz ehrlich, mitten im Leben ist dagegen langweilig, würde ich sagen. Ja. Also, wir gucken sowas nicht. Und ich guck's nur im Notfall, weil es echt gar nichts kommt. Aber meistens kommt Scrubs oder sowas. Ja, Scrubs ist geil. Da guck ich lieber das an. Aber es gibt immer noch eine viel schönere Sendung, Ameisenkrieg. Ameisenkrieg, ja, schön.